Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Heute ist das neue große Update für Victoria 3 erschienen, der Patch 1.2. Das Ganze ist schon in den letzten Wochen im Rahmen einer Open Beta spielbar gewesen, allerdings musste man sich aktiv selbst dazu anmelden. Nun also für alle verfügbar und zwar auch in der aktuellsten Version 1.2.4, die jetzt auch mit der deutschen Sprachversion gut funktioniert. Das war in der Open Beta noch nicht der Fall. Ja, und das nehme ich jetzt natürlich zum Anlass, um im Rahmen dieses Videos euch ausführlich und relativ detailliert die wichtigsten Veränderungen dieses Patches vorzustellen. Allerdings ist es eine Auswahl. Es sind die für mich wichtigsten Veränderungen. Die Patchnotes sind riesig lang und wenn ihr euch für jedes Detail interessiert, müsst ihr selbst nachlesen. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Das Video verstehe ich auch als eine Art Fortsetzung meiner Tutorial-Reihe. Schon dort habe ich ja gesagt, dass mit jedem Update sich das Spiel verändern wird. Und ja, dieses Update verändert das Spiel in einigen wesentlichen Punkten, dazu gleich mehr. Es wird mit Sicherheit sofort die Frage kommen, ist der Patch kompatibel mit alten Spielständen? Und es macht den Eindruck, als wäre es problemlos kompatibel, zumindest bei meinen Spielständen ist das der Fall. Die Entwickler haben auch gesagt, es sollte klappen, aber natürlich kann es in Ausnahmefällen zu technischen Problemen kommen. Wichtig ist aber das Folgendes: Der Patch verändert sehr viel am Balancing und an den Berechnungen und ähnliches. Das heißt, wenn ihr einen fortgeschrittenen Spielstand mit diesem Patch ladet, wird sehr viel anders sein. Die ganze Ökonomie, die Marktpreise, was ihr produziert, wie viel ihr produziert. Denn ja, im Hintergrund gibt es viele, viele Veränderungen. Das heißt, ihr werdet eure Wirtschaft ziemlich umbauen und anpassen müssen mit diesem neuen Update. Das als kleine Vorwarnung. Falls es nicht funktioniert und falls ihr das nicht machen wollt, gibt es immer die Möglichkeit, zurückzupatchen zum alten Patchstand. Das geht bei Steam mit Rechtsklick auf das Spiel über Eigenschaften, Betas und dann wählt ihr die alte Version aus. So viel der Vorrede. Wir starten einfach mal ein neues Spiel und dann zeige ich euch in-game die meines Erachtens wichtigsten Veränderungen. Und das erste, das zeige ich euch schon mal im Rahmen der Spielregeln, denn die kann man in diesem Punkt tatsächlich anpassen. Es gibt eine sehr wesentliche Veränderung, was die Investitionsfonds betrifft. Und zwar, um es gleich mal vorwegzunehmen, ist es jetzt so, dass die Kapitalisten und Adligen und ein paar andere auch jetzt selber Gebäude in dem eigenen Land bauen unter bestimmten Voraussetzungen und sich selbst quasi aus dem Investitionsfonds bedienen. Der steht euch also nicht mehr zur Verfügung. Bisher floss das Ganze einfach in den Staatshaushalt ein. Insofern gibt es jetzt sowas wie einen freien Markt und eine sich frei entwickelnde Wirtschaft. Aber das ist natürlich eine deutliche Änderung zu der Art des Spielens, wie es bisher funktionierte. Und wenn euch das nicht gefällt, dann könnt ihr das aktiv einfach ausschalten als Spielregeln. Wenn ihr auf direkt kontrollierte Investitionsfonds das stellt, dann funktioniert das Spiel in dieser Hinsicht so wie bisher. Wenn ihr dieses neue Feature erleben wollt, müsst ihr einfach autonome Investitionsfonds so lassen. Okay, wir starten einfach mal rein mit Preußen und ja, schauen uns das mit dem Investitionsfonds nochmal ein bisschen detaillierter an. Wie funktioniert das eigentlich genau? Das Ganze ist so ein bisschen abhängig von den ökonomischen Gesetzen, die man hat, also wie dieser Fonds gespeist wird. Dazu komme ich gleich. Aber wir gucken erstmal, wie das Bauen funktioniert. Ihr seht hier ja den Investitionsfonds. Im Moment pro Woche gehen hier 13.800 rein. Ich kann ja mal ein bisschen laufen lassen und dann werden wir hier auch die Veränderung sehen. Genau, der Fonds füllt sich langsam. Allerdings ist es jetzt so, dass die Kapitalisten schon begonnen haben, jetzt zu bauen. Und zwar ist jetzt diese Bauliste, die wir hier kennen, ist jetzt geteilt zwischen Staatsbauten, das sind die Bauten, die wir selber durchführen und planen, und Bauten der Privatleute, der Kapitalisten, der Adligen, alle, die investieren. Und ihr seht schon, es wurde jetzt hier schon eine Sache begonnen, nämlich Roggenfelder. Das können wir uns hier auch anschauen in Pommern. Man kann hier zwischen den Listen jetzt hin und her schalten. Also, sie bauen jetzt aus den Investitionsfonds mit diesen Mitteln Roggenfelder. Und ihr seht es schon, das nächste ist ebenfalls schon geplant. Die Kapitalisten wollen als nächstes in Posen eine Lebensmittelfabrik bauen. Sie warten jetzt auf die Finanzierung, weil der Investitionsfonds jetzt erstmal sich füllen muss, beziehungsweise für die Roggenfelder genutzt wird. Falls der Investitionsfonds gut gefüllt ist oder da immer sehr viel reinkommt, dann baut sich hier auch eine Bauliste auf,
wo man dann schon sehen kann, was machen die Privatleute, in welchen Bereich investieren sie. So, der Clou ist jetzt dabei, dass man sich die Baukapazität mit diesen Privatinvestitionen teilt. Wie hoch der Anteil ist, das ist wiederum durch die Wirtschaftspolitik definiert. Aber wenn wir jetzt anfangen, sagen wir mal hier in Westpreußen, wollen wir jetzt, machen wir einfach hier eine Tuchfabrik, dann seht ihr, Baukapazität 30-30 wird komplett ausgeschöpft und im Moment hälftig geteilt. Jetzt gehen 15 hierhin und in unsere Staatsbauten auch 15. Das Coole an dem System ist, dass es dynamisch, das heißt, wenn die Privatleute nichts investieren wollen, weil zum Beispiel weil der Investitionsfonds leer ist oder es ist nichts gewinnträchtig, dann steht euch die gesamte Baukapazität zur Verfügung. Wenn man selbst nichts baut gerade, aber die Privatleute einen vollen Fonds haben und bauen wollen, dann nutzen die auch die Gesamtkapazität. Ansonsten wird die sich in einem bestimmten Verhältnis immer geteilt. Aber das ist schon bemerkenswert. Das heißt, man hat nicht mehr die volle Kontrolle und dadurch, dass man halt dann immer nur einen Anteil der Baukapazität hat, wird man, glaube ich, auch sein eigenes Land nicht so schnell so optimiert ausbauen können wie bisher. Das heißt, das ganze Snowboarding wird ein bisschen abgeflacht. Und was auch bemerkenswert ist, theoretisch könnte man jetzt sogar komplett rollenspielerisch, sage ich jetzt mal, die freie Wirtschaft simulieren, indem man einfach als Staat nur Regierungsgebäude baut oder vielleicht Eisenbahnen oder Bauindustrie und den Rest komplett dem Markt überlässt. Auch solche Spielweisen sind jetzt möglich. Darauf will ich einfach mal hinweisen. Okay, gut. Was noch interessant ist, bisher war es so, dass nur Adlige und Kapitalisten in den Investitionsfonds eingezahlt haben. Das ist jetzt erweitert. Es ist unter bestimmten Umständen auch möglich, dass dies Farmer, also Landwirte und Verkäufer machen. So. Also wie das funktioniert mit dem Bauen, ich hatte es schon erwähnt, ist über die Gesetze definiert. Und zwar über das Wirtschaftssystem. Wir gucken uns das aktuell mal an. Beim Interventionismus ist da wenig zu sehen, weil das quasi so die ausgeglichene Wirtschaftsordnung ist. Wir können mal beim Agrarismus gucken und da sehen wir Beitragseffizienzen von Aristokraten, Kapitalisten und Landwirten. Das heißt, im Agrarismus ist investieren also die Aristokraten und Landwirte effektiver. Und zwar natürlich genau in die Art von Gebäuden, in Anführungsstrichen, die zu ihnen passen, also vor allem landwirtschaftliche Gebäude und ähnliches, während die Kapitalisten sogar ein Defizit, also eine negative Beitragseffizienz haben. Das heißt, die Wirtschaftsform definiert, welche Teile der Bevölkerung in was investiert. Und das ist durchaus logisch. Beim Traditionalismus ist es so, dass es allgemein sehr schlecht, was den Investitionsfonds betrifft. Besonders schlecht aber für Kapitalisten und Verkäufer. Bei den Aristokraten geht es noch gerade so. Beim Laissez-faire ist es so, dass hier die Kapitalisten und Verkäufer bevorzugt werden. Und dann gibt es noch Genossenschaftsbesitz und Planwirtschaft. Dazu kommen wir später noch. Das sind Sonderformen, die stark verändert werden. So, das erstmal zum Grundprinzip. Und was wir im Übrigen auch schon sehen im Tooltip, hier ist definiert, wie in welchem Anteil die Bauwirtschaft sich aufteilt. Das ist nämlich gelöst über diesen dritten Punkt hier. Ich kann es ja auch so zeigen, die Privatbauzuweisung. Also im Traditionalismus bekommen die Privatinvestitionen maximal 25% der Baukapazität. Aber was heißt maximal? Wenn man selber auch baut, dann teilt sich das 25% Privatbau, 75% Staatsbau. Beim Interventionismus sind es 50-50, das ist das, was wir eben gesehen haben. Beim Agrarismus ist es auch 50-50 und beim Laissez-faire ist das Besondere, hier ist es 75-25. Das heißt, wenn die Privatleute bauen wollen, dann bekommen sie 75% der Baukapazität ab und man selbst nur 25%. Hinzu kommt noch etwas und zwar gibt es noch einen Modifikator, den seht ihr hier. Und zwar ist es so, dass der Investitionsfonds
in gewisser Weise ab einem bestimmten Punkt, da gibt es ein Soft Cap. Das heißt, wenn euer BIP sehr, sehr groß ist, wenn ihr ein riesiges Land seid mit einer enormen Ökonomie, dann bekommt ihr hier Abzüge. Einfach damit das nicht super krass eskaliert über den Investitionsfonds, weil entsprechend viele Investitionen würden dann zur Verfügung stehen und es gibt dann einfach einen heftigen Snowball-Effekt. Im Umkehrschluss ist es so, wenn ihr ein kleines Land seid, dann bekommt ihr dort einen Bonus. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt einen Einprovinzler spielt, keine Ahnung, Mecklenburg, dann wird der Investitionsfonds, ich glaube, fast verdreifacht, um da einen kleinen Anschub zu geben. Also diesen Effekt gibt es auch noch. Gut, schauen wir uns nochmal die Gesetze an, weil da gibt es noch mehr zu entdecken. Und zwar, ach so, wichtig beim Traditionalismus war, das ist nämlich durchaus neu, dass die überhaupt einen Investitionsfonds haben. Das hatte ich noch gar nicht erwähnt. Bisher war das nämlich gar nicht der Fall. Aber eben mit Effizienzabzügen. Und auch beim Agrarismus war es bisher nicht möglich, dass Kapitalisten in den Fonds eingezahlt haben. Hier ist es jetzt möglich, aber eben mit entsprechenden Abzügen. So, jetzt aber zu den neuen, ganz interessanten Sachen. Beim Laissez-faire gibt es eine wichtige Veränderung, die auch nochmal sehr gravierend ist. Und zwar, wenn man Laissez-faire aktiviert hat, was für eine, sage ich mal, kapitalistische Wirtschaft echt ein krasser Katalysator ist, aufgrund eben dieser Investitionsfonds, dann kann man als Staat nicht mehr Nichtregierungsgebäude selbst verkleinern. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht mehr einfach entscheiden, keine Ahnung, wir haben ja hier jetzt in Danzig 20 Tuchfabriken, die möchte ich aber jetzt woanders haben aus irgendwelchen Gründen, dann könnt ihr die nicht mehr rückbauen. Bei Laissez-faire. Bei Regierungsgebäuden ist es natürlich was anderes, das heißt Kasernen und so weiter, die kann man zurückbauen. Das ist schon eine krasse Veränderung und sollte man beachten. Jetzt aber zu zwei wirklich interessanten neuen Geschichten, nämlich Genossenschaftsbesitz und Planwirtschaft. Genossenschaftsbesitz ist jetzt ein echtes Wirtschaftssystem geworden, das war bisher immer so verdeckt als Produktionsmethode. Das ist jetzt also neu. Und ihr seht es, auch hier gibt es Beitragseffizienzen, allerdings nur von Landwirten und Verkäufern. Das Ganze funktioniert so, dass es grundsätzlich keine Aristokraten und Kapitalisten mehr gibt, wenn es Genossenschaftsbesitz eingeführt ist und sich alle Arbeitnehmer in einem Gebäude das Einkommen teilen. Dafür gibt es aber halt nur geringe Investitionsmöglichkeiten und man braucht eine Räterepublik als Voraussetzung, um das überhaupt in Gang zu bringen. Und hier sieht man eben, das schaltet dann diese neue Produktionsmethode Arbeitergenossenschaft frei. So viel zum Genossenschaftsbesitz. Wesentlich verändert hat sich die Planwirtschaft, die gab es ja vorher auch schon, allerdings mit einem sehr komischen System, nämlich dass das Geld auf Beamte verteilt wird, die dort arbeiten. Also das war irgendwie merkwürdig gemacht. Jetzt ist es so, dass allgemein quasi ein neues Konzept hier eingeführt ist. Das kann ich euch auch direkt mal zeigen im Gebäude. Nehmen wir mal an, jetzt Holzfällerlager hier. Dann seht ihr, es gibt die Genossenschaft, das habe ich euch eben gezeigt. Da gibt es nämlich so einen neuen Modifikator, beschäftigten Besitzanteile. Das ist das, was ich sagte, dass alle Gewinne den Beschäftigten zugutekommt. Und bei der Planwirtschaft würde es in Landesbetrieb übergehen. Und hier gibt es einen neuen Modifikator Regierungsanteil. Und das bedeutet im Kern jetzt, dass sämtliche Gewinne, aber auch Verluste, in den Staatshaushalt fließen oder vom Staatshaushalt bezahlt werden. Dementsprechend gibt es auch keine Subventionen mehr für Planwirtschaft. Und über diese Anteile könnte man theoretisch später oder per Mod auch eine Kombination machen aus Genossenschaftsanteilen und Staatsanteilen, also das haben sie einfach spielmechanisch jetzt schon mal so etabliert. Also da kann noch was draus gemacht werden. Ja, wichtig ist, bei großen Volkswirtschaften mit einem hohen BIP gibt es hier allerdings auch Abzüge für das, was in den Haushalt geht, weil es Ineffizienzen gibt in diesem System. Und was noch wichtig ist, um das überhaupt einzuführen, benötigt ist Autokratie und Oligarchie. Das finde ich ein sehr gutes Konzept, um ehrlich zu sein. Also das ist einfach nicht vereinbar mit bestimmten demokratischen, pluralistischen Gesellschaftsordnung. Also Planwirtschaft geht eben nur mit Autokratie oder Oligarchie. Sehr interessant. Soweit zu diesem Teil, also das Thema
autonome Investitionen und ökonomische Gesetze. Gehen wir mal zum zweiten größeren Komplex, nämlich Kolonien und Diplomatie. Fangen wir mal mit den Kolonien an. Bisher war es so, dass wenn bestimmte Zugangsvoraussetzungen erfüllt sind, im Prinzip alle überall kolonisieren konnten, was zu manchen verqueren Situationen geführt hat. Jetzt ist es so, dass am Spielbeginn bestimmte unkolonisierte Gebiete geclaimt sind für, also bestimmte Länder haben Ansprüche von vornherein auf bestimmte Gebiete. Das betrifft zum Beispiel, also nehmen wir mal an, hier, dieses Gebiet hat die Hudson Bay Company in Anspruch, während hier die Vereinigten Staaten von Amerika einen Anspruch haben. Da gibt es noch ein paar andere Gebiete, zum Beispiel hier haben sowohl Argentinien und Chile einen Anspruch, beziehungsweise hier auf dieses japanische Gebiet hat also das japanische Shogunat einen Anspruch und so weiter. Der Gedanke dahinter ist, oder die Funktionsweise dahinter ist, dass solange dort ein Anspruch existiert, niemand anderes dort kolonisieren kann. Es ist also jetzt einfach erstmalig möglich. Das ist nicht überall so, sondern es sind schon so begrenzte Gebiete, die historisch irgendwie da relevant sind. Aber dadurch wird dem Wildwuchs so ein bisschen Einhalt geboten. Die Entwickler haben in ihren Tagebüchern geschrieben, dass man das aber auch ändern kann, indem man einen neuen Kriegsgrund nutzen kann, nämlich diesen Anspruch, irgendwie, dass der Gegner den Anspruch fallen lassen muss. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe diverse Länder ausprobiert, Argentinien, Chile, Hudson Bay und Vereinigte Staaten. Ich habe diesen Kriegsgrund nicht gefunden. Vielleicht ist er irgendwo versteckt, wo ich ihn nicht sehe. Schreibt mir gerne das in die Kommentare. Im Moment scheint das zumindest bei mir nicht zu funktionieren. Gut, müssen wir mal abwarten, was da passiert. Aber das ist das Prinzip erst einmal. Das ist das eine Thema. Es gibt also jetzt Claims, falls ihr euch wundert, warum ihr an manchen wenigen Gebieten der Welt nicht kolonisieren könnt. Vielleicht noch wichtiger ist eine andere Sache. Ihr wisst ja sicher, dass wenn ihr sehr schnell kolonisiert, egal wo, dass es dann zu Problemen mit den Einheimischen kommen kann und zu sogenannten einheimischen Aufständen kommen kann. Und das ist dann quasi so ein kleiner Krieg, beziehungsweise erstmal ein diplomatisches Spiel, wo auch andere mit einsteigen können, aber dann kommt es oft zu einem Krieg. Und bisher war es so, dass wenn man gesiegt hat, man das gesamte Gebiet dieses aufständischen Landes bekommen hat. Also nehmen wir an, die Fang regen sich jetzt auf, wenn man hier beginnt zu kolonisieren, man kämpft gegen die Fang und dann ist alles quasi mit dem Sieg schon kolonisiert gewesen. Das ist jetzt nicht mehr so, sondern während des Waffenstillstandes, wenn man gewonnen hat, verdoppelt sich nur die Kolonialisierungsgeschwindigkeit und es wird keine weiteren Aufstände geben in dieser Zeit dort. Aber es ist nicht so, dass ihr sofort das gesamte Land habt. Eine wichtige Änderung. So, dann kommen wir zu einem ganz fetten Punkt, nämlich das Thema Kriegsziele in Diplomatie spielen. Und das werde ich jetzt mal folgendermaßen simulieren. Ich werde jetzt mal mit Österreich einfach einen Krieg beginnen. Und zwar, indem wir Böhmen erobern wollen. So, damit beginnt natürlich wie gewohnt ein Diplomatiespiel. Und bisher war es ja so, dass wenn der Gegner einknickt, nachgibt, man immer nur die Hauptforderung bekommt. Und wenn man weitere Forderungen aufgestellt hat, dafür kann man ja seine Initiator-Schachzüge nutzen, dann sind die einfach unter den Tisch gefallen. Und das führte zum Beispiel dazu, dass wenn die Vereinigten Staaten gegen Mexiko gekämpft haben, Mexiko immer nachgegeben hat, dadurch die Vereinigten Staaten immer nur einen popligen Staat bekommen haben und es ewig gedauert hat, ehe sie an die Westküste gekommen sind. Andere Fälle gibt es natürlich auch, aber das war immer ein eklatantes Beispiel. So, das kann sich jetzt verändern. Und zwar können jetzt mehrere Kriegsziele zur Hauptforderung werden. Und zwar unter folgenden Voraussetzungen. Wir machen mal Folgendes. Ich lasse mal laufen, bis man hier irgendwas tun kann. Also, es gibt jetzt mehrere bis etwas kompliziert zu verstehende Konstellationen, wo es möglich ist, mehrere Hauptforderungen zu haben, die dann auch alle durchgesetzt werden, auch wenn der Gegner nachgibt. Und zwar, erste Konstellation, wenn man Länder reinholt in den Krieg, das kann ich aktuell jetzt nicht tun, weil niemand das will, aber nehmen wir an, wir würden Bayern jetzt reinholen können
in diesen Krieg gegen Österreich. Wenn wir ihnen dann irgendwas ansprechen, versprechen, was sich gegen unseren Hauptkriegsgegner wendet, also gegen Österreich, dann würde das auch zu einer Hauptforderung werden. Das heißt, im Falle eines Nachgebens würde also Bayern auch das bekommen, was als Hauptforderung für Bayern definiert worden ist. Wenn jetzt aber, nehmen wir mal an, wir gucken mal, gibt es weitere Unterstützer? Ja, zum Beispiel Russland stellt sich jetzt auf die Seite Österreichs. Wenn wir jetzt Russland etwas versprechen, also wenn wir jetzt Schweden reinholen wollen und dafür irgendwie Finnland, Schweden versprechen, dann zielt das nicht gegen unseren Hauptkriegsgegner Österreich, sondern gegen Russland. Dann würde das keine Hauptforderung werden, sondern nur eine Nebenforderung, die erst durch Ausbruch und Sieg im Krieg umgesetzt werden würde. Das ist das erste Prinzip. Das zweite Prinzip ist, dass man selber auch weitere Ziele zu einer Hauptforderung machen kann. Wir fügen jetzt einfach mal ein Kriegsziel hinzu. Nehmen wir mal an, Staat jetzt auch noch Meeren erobern. So, jetzt sehen wir das hier. Das ist im Moment erstmal noch eine Nebenforderung. Aber wir können einen Teil unserer Schachzüge ausgeben, um das Ganze zu einer Hauptforderung zu machen. Der große Nachteil, und das muss man sich deshalb sehr gut überlegen, ist, dass das Ganze Verrufenheit zusätzlich bringt zu der Verrufenheit, die wir jetzt schon bekommen haben, weil wir das zum Kriegsziel gemacht haben. Ich mache es jetzt mal. Ihr seht, Mähren ist jetzt auch eine Hauptforderung. Wir haben weniger Schachzüge und unsere Verrufenheit ist weiter gestiegen. Und wenn jetzt Österreich nachgeben sollte, was sie nicht tun werden, weil Russland an ihrer Seite ist, würden wir beides erhalten. Also das ist schon eine wesentliche Veränderung des Systems. Dadurch braucht man allerdings natürlich auch mehr Initiatorschachzüge möglicherweise. Das haben sie ausgeglichen. Dadurch, dass das Reinholen von Ländern kostet teilweise nur 10. Jetzt schaut mal hier. Also Kriegsreparation und so weiter. Also da haben sie es ein bisschen günstiger gemacht. So, das erst einmal dazu. Dann würde ich mal sagen, wir lassen jetzt einfach mal den Krieg ausbrechen. Warum? Weil sich an der Kriegsmechanik einiges verändert hat, was ich euch quasi im Krieg einfach mal kurz zeigen möchte. Dazu heben wir alles aus, was geht. Wir gucken mal, wir warten vielleicht mal noch, wer vielleicht noch mit einsteigt. Wer weiß, Schweden, ja, die sind jetzt natürlich alle entsetzt über diese Kriegstreiberei. Okay, wir müssen ein bisschen abwarten. Ich gehe mal auf die Hälfte. Russland hat Rivalität erklärt, Großbritannien. Aber schön, wie die KI da reagiert auf diese Kriegstreiberei. So, scheint sich aber erstmal nichts zu tun. Dann werden wir kurz mal hier zuordnen. Wir haben einen Vermesser, den werden wir als Verteidiger hier gegen Russland aufstellen. Wir werden die Hauptarmee mit vielleicht 71 Bataillonen ziehen, hier an die österreichische Front stellen. Wir werden Friedrich von Wilhelm Hohenzollern werden wir hier gegen an die Krakau-Front stellen. Und wir werden Moltke hier an die... Ah ne, es gibt keine andere Front mehr. Ja, okay. Dann manchmal kommt nämlich Bayern noch dann hinzu. Dann springen wir Moltke auch gegen Russland, aber dann offensiv, weil er da Offensivfähigkeiten hat. Wobei eigentlich ist Österreich das Hauptziel, aber egal. Geht jetzt nur um die Demonstration des Ganzen. So, und dann warten wir mal, bis der Krieg ausbricht. Das ganze System hat sich im Grundsatz natürlich nicht verändert. Das Frontsystem. So, da ist der Krieg. Hier sind unsere Fronten. Okay. Also, was ist jetzt neu? Als erstes warten wir vielleicht mal die erste Schlacht ab, um das zu sehen, denn vor allem an der Schlacht, an der Schlachtensituation hat sich was verändert. So, hier, wir gucken uns eine Schlacht an. Als erstes, was wir sehen, ist jetzt hier einen neuen Tooltip, nämlich es wird erklärt, warum, also welche Berechnungen dahinter stehen, dass eine gewisse Anzahl an Bataillonen jetzt in dieser Schlacht teilnehmen. Das hat im Grundsatz was mit der Länge der Front zu tun, mit der Anzahl der Bataillone, die an der Front stationiert sind und mit der Infrastruktur dort, wo die Schlacht stattfindet. Es ist immer noch sehr
abstrakt und nicht super zugänglich verständlich, aber das Grundprinzip ist jetzt deutlich spürbarer, nämlich, dass die Zahl der Bataillone, die an einer Front vorhanden sind, jetzt einen deutlich größeren Einfluss macht auf die Zahl der in einer Schlacht sich befindenden Bataillone. Nun ist es natürlich ein klassischer Vorführeffekt. In diesem Falle haben wir jetzt eine ziemlich ausgeglichene Situation. Ja, aber okay, wir haben 112 bei 150. Kann man vielleicht akzeptieren. Hier haben wir 65, 98, 10 sind auf dem Weg. Hier haben wir eine deutlich unterlegene Situation. Also es gibt natürlich immer noch einen Zufallsfaktor, der jetzt hier auch spürbar ist. Aber ich habe es auch schon länger und öfter ausprobiert. Es ist definitiv so, es ist jetzt sehr viel stärker nachvollziehbar, warum man sehr oft in Schlachten zahlenmäßig unterlegen ist als vorher. Anders gesprochen, wenn ihr zahlenmäßig deutlich überlegen seid, dann werdet ihr auch in Schlachten viel öfter deutlich überlegen sein. Das kann man definitiv so sagen. So, dann die Auswahl der kämpfenden Generäle. Die ist deutlich verbessert worden. Und zwar sind hier die Fähigkeiten werden stärker berücksichtigt. Das heißt, ihr werdet es seltener oder vielleicht gar nicht mehr erleben, dass ein Defensivexperte oft im Angriff kämpft und ähnliches. Also sowas spielt jetzt stärker eine Rolle. Auch die Qualität der Truppen dahinter spielt eine Rolle. Wenn ihr also bestimmte Truppentypen habt, die noch nicht eine fortschrittliche Waffen haben, dann werden die negativ oder schlechter berücksichtigt als bisher. Das wird also in der Hinsicht optimiert. Außerdem gibt es hier noch eine neue Anzeige, dass auch die demoralisierten Verluste in einer Schlacht hier unten euch angezeigt werdet, damit noch besser verständlich ist, warum was in einer Schlacht passiert. So, okay. Wir gucken mal, ja, wir lassen mal ein paar Schlachten ablaufen, die wir jetzt gerade eindeutig verlieren werden. Denn das nächste große Thema, und ich bin nicht hundertprozentig sicher, wie gut wir das hier schon sehen, ist das Thema, wie sich der Kriegswille und damit, ja, wie überhaupt dieser Friedensschluss funktioniert jetzt. Denn da gibt es wirklich, also Kriegsmüdigkeit bis hin zum Friedensschluss, da gibt es deutliche Veränderungen. Bisher war es so, dass das Allerentscheidendste war, das Kriegsziel zu erobern und die Hauptstadt. Das hat am meisten gebracht. Das bedeutete aber auch, dass man, wenn man ein bisschen Territorium des Kriegsziels erobert hat durch die Schlachten, man im Prinzip komplett auf Defensive schalten konnte und einfach abwarten konnte und mehr oder minder den Krieg gewonnen hat, einfach durch Verharren in der Position. Das haben sie jetzt sehr stark verändert. Und zwar, natürlich ist es immer noch ein Punkt, ein Faktor, was man besetzt hat. Aber, und das seht ihr hier im Tooltip, die Verluste spielen jetzt eine deutlich größere Rolle als bisher. Also, Verluste und gewonnene oder verlorene Schlachten, die sind jetzt entscheidend. Je mehr ihr also Mannstärke verliert in Schlachten, umso schneller sinkt der Kriegswille, so kann man erstmal sagen. Allerdings, und das ist auch eine Veränderung, skaliert das Ganze jetzt nicht mehr gegen die Bevölkerung eures Landes, sondern gegen eure Manpower der aktuellen Armee. Das ist halt ein entscheidender Unterschied. Also ich sag mal, wenn man als Land mit 50 Millionen Einwohner eine Armee hatte von 50.000 und man hat 25.000 Verluste, dann war das bisher ziemlich irrelevant bezogen auf die Einwohnerzahl. Jetzt ist es quasi die Hälfte der Armee, die verloren gegangen ist. Das hat jetzt eine viel größere Auswirkung auf den Kriegswillen, also die Gesamtgröße der Armee. Das ist eine sehr sinnvolle Veränderung. Und zum Zweiten, also jetzt werdet ihr euch fragen, was zählt aber jetzt hier zu der Mannstärke? Das ist so, dass sämtliche Berufsbataillone gerechnet werden, auch die, die nicht ausgehoben sind im Übrigen, plus alle ausgehobenen Wehrpflichtigen. Nicht ausgehobene Wehrpflichtige zählen hier allerdings nicht. Auch eine sehr interessante Veränderung, das muss man berücksichtigen. Und jetzt kommt aber noch was hinzu. Das Verhältnis, und das ist jetzt alles ein bisschen abstrakt und kompliziert, ich hoffe,
Es ist okay, weil ich kann es euch hier leider nicht alles zeigen. Ich muss es erklären. Es spielt jetzt noch eine Rolle, ob die Schlachten gewonnen oder verloren wurden. Das heißt, wenn ihr jetzt fast alle Schlachten gewinnt, dann sind die Manpower-Verluste in diesen Schlachten vermutlich trotzdem hoch, aber sie werden euch nicht so hoch angerechnet, weil ihr ja gewonnen habt. Ihr könnt also durch Siege im Krieg eure Verluste gewissermaßen, was die Kriegsmüdigkeit ist, kompensieren. Wenn ihr verliert und Manpower verliert, dann eskaliert das mit einer gewissen Zeit. Und das ist ja auch ein nachvollziehbares Konzept, was dahinter steht. Also, gewonnene, verlorene Schlachten und Manpower im Vergleich zu eurer Armeegröße, das ist der entscheidende Faktor jetzt. Bei den Gebieten, bei den Gebietsbesetzungen, das gibt es immer noch, aber das skaliert jetzt mit dem Anteil des Gebietes, das ihr erobert habt. Also nehmen wir mal an, jetzt Böhmen ist unser Kriegsziel und Mähren und man besetzt das. Dann habt ihr allerdings erst einen relativ kleinen Anteil von Österreich besetzt. Das heißt, das zählt nicht mehr so stark wie früher. Wenn ihr aber, je mehr ihr von Österreich besetzt, umso höher skaliert diese Territoriumsrelevanz. Das heißt, durch eine vollständige Besetzung eines Landes ist man dann aber auch schon krass dabei, den gegnerischen Kriegswillen extrem runterzubringen. Aber erst dann, nicht indem ihr einen kleinen Zipfel, was euer Kriegsziel war, besetzt habt. Dann hat das Land immer noch, wie soll ich sagen, die Hoffnung, diesen Krieg zu gewinnen, wenn es noch eine starke Armee zum Beispiel in der Hinterhand hat. Das ist auch eine weitaus sinnvollere Lösung, als es bisher der Fall ist. Insgesamt soll die KI auch in der Lage sein, hier cleverere Friedensschlüsse zu machen. So, das sind jetzt erstmal die wichtigsten Dinge. Außerdem wurde die Berechnung verbessert, wo die Schlachten jetzt stattfinden. Also in Bezug auf die Kriegsziele und die Entfernung zum Beispiel zur Hauptstadt. Aber um dem Spieler hier noch mehr Möglichkeiten in die Hand zu geben, gibt es die Möglichkeit, ein strategisches Ziel pro Front zu definieren. Und das macht man folgendermaßen. Man klickt auf die Frontübersicht und klickt dann mit rechts auf einen Start, wohin man jetzt vorstoßen will. Zum Beispiel könnte man sagen, man möchte jetzt so schnell wie möglich Wien einnehmen. Dann klickt man hier rechts und sagt, als strategisches Ziel festlegen. Und jetzt seht ihr ein Pfeil und für diese Front, für diese Generäle ist das jetzt die Stoßrichtung. Wir können das auch für die andere Front machen. Nehmen wir an, wir gehen mal hier hin zur Russlandfront und sagen, aus irgendwelchen Gründen, die Krim soll jetzt das strategische Ziel sein. Dann wird das als Ziel definiert. Und Schlachten werden sich also tendenziell in diese Richtung bewegen, und die Gebietseroberungen auch. Wenn man das nicht macht, trifft die KI selber diese Entscheidungen und auch diese Entscheidungen sind besser geworden, laut Entwickler. Das geht aber, wie gesagt, nur einmal pro Front. Ja, soweit dazu. Dann gibt es noch ein paar oder einige Veränderungen im Detail, die ich euch auch zeigen möchte. Als erstes ist es ja so, dass wenn ihr in den Kasernen, wir gehen mal hier irgendwo rein, eine Veränderung der Produktionsmethoden macht, also der Ausstattung der Armee, dann wird die ineffizient im Kampf. Allerdings wird jetzt hier differenziert, ob es sich um die primäre Produktionsmethode oder Organisation hält oder eine sekundäre. Wenn ich jetzt zum Beispiel Artillerieunterstützung von Mobile auf Kanonenartillerie verändere, dann haben wir hier nur eine Nebenausrüstungsanpassung, was -20% für die nächsten 12 Monate bringt. Sollte man im Krieg natürlich nicht machen. Erst wenn ich die Hauptorganisation ändere, hier zum Beispiel auf Linieninfanterie, dann kommt jetzt die Hauptausrüstungsanpassung hinzu. Das kostet -80%. Wenn man beides verändert, ist es also -100%. Das heißt, die kämpfen quasi gar nicht mehr. Da wird also jetzt differenziert. Es kann also sein, dass es unter Umständen auch sinnvoll sein kann, so eine Nebenänderung noch im Krieg zu machen, wenn der Effekt deutlich gut ist, deutlich besser ist. So,
Dann, super wichtig, und wie zeige ich euch das? Indem wir mal auf Russland jetzt wechseln. Eine Änderung, was die Marineinvasion betrifft. Bisher war es so, dass man nur die Armeehauptquartiere auswählen konnte für eine Marineinvasion, die sich in dem gleichen Hauptquartiergebiet sich befinden wie das Marinehauptquartier. Das ist jetzt verändert, und zwar kann man jetzt sämtliche Hauptquartiere, die sich an einer erreichbaren Küste befinden, auswählen, was echt wichtig ist. Wir nehmen mal hier das Baltenhauptquartier und machen eine Marineinvasion vielleicht hier in Pommern. Und ihr seht, ich habe jetzt deutlich mehr Hauptquartiere zur Auswahl. Das sind alles Hauptquartiere, die jetzt hier einen Seezugang haben, um das Ganze hier zu starten. Also das ist eine super wichtige, sinnvolle Veränderung. Dann ist es so, auch das kann ich euch jetzt nur erzählen, Generäle wechseln ja automatisch die Front, wenn ihre Front quasi weg ist. Das führt aber bisher dazu auch, dass sie das riesige Armeen ans andere Ende der Welt verschifft wurden für möglicherweise lächerliche Kriege, wo man sie gar nicht benötigte. Das passiert jetzt nicht mehr. Die automatische Verschiebung von Generälen erfolgt jetzt nur noch, wenn die Reisezeit geringer ist als 30 Tage. Dann wechseln die. In den Schlachten selbst, läuft hier gerade irgendwo eine Schlacht? Ja, da oben. In den Schlachten selbst ist es so, dass die einzelnen Bataillone jetzt keine Verstärkung mehr bekommen von ihren Kasernen. Das führt in der Vergangenheit dazu, dass bei großen Schlachten, die teilweise ewig lang gedauert haben, weil aus der Heimat immer wieder Verstärkung in die Schlacht gekommen ist. Das ist jetzt nicht mehr so. Verstärkung gibt es jetzt erst am Ende der Schlachten. Dann, wenn man neue Generäle rekrutiert, und bei Admirälen ist es genauso, machen wir das mal hier vielleicht im Kaukasus, dann hat man ab sofort nicht mehr zwei, sondern drei zur Verfügung und zur Auswahl. Gleiche dürfte eigentlich auf die Marine zutreffen. Wir können es einfach mal austesten. Ja, dementsprechend auch drei Befehlshaber. Dann eine ganz, ganz wichtige Veränderung. Und zwar, Erste Hilfe benötigt kein Opium mehr. Opium ist ja ein sehr knappes Gut und ist eigentlich nie genug da und eigentlich nur für die Briten genug da. Erste Hilfe benötigt Alkohol und Tücher. Ich finde, eine sehr gute Veränderung. Erst Feldlazarett benötigt Opium. Das heißt, erst in der Phase muss man sich wirklich darum kümmern, wenn man das nutzen möchte. Es passiert an Kriegen häufig, dass sich so aufgrund bestimmter Schlachtentwicklungen so ganz kleine Mini-Fronten bilden, die immer super nervig waren, weil dann Generäle dort hinkommen oder man muss welche dahin disponieren. Auf jeden Fall war das teilweise sehr, sehr anstrengend. Das Problem haben sie ein bisschen reduziert, indem diese Mini-Fronten automatisch sinnvoll übergeben werden an den Kriegsteilnehmer, an denen es jetzt passt. Oder sie werden einfach, das Gebiet wird einfach quasi als besetzt deklariert, sodass es weniger dieser Mini-Fronten gibt. Und Wehrpflichtige und Berufssoldaten haben jetzt, wenn sie hier die gleiche Ausrüstung besitzen, haben sie auch gleiche Statistiken. Da gab es teilweise Unterschiede, das ist jetzt wieder negiert. Wenn die gleiche Ausrüstung da ist, dann sind die Kampffähigkeiten auch identisch. So, soweit zum Thema Krieg. Jetzt kommen wir auf ein paar Interface-Verbesserungen zu sprechen. Und dafür wechseln wir mal einfach mal aus dem Krieg raus und gehen mal zu den Briten. Wir wollen jetzt mit diesem Krieg nichts zu tun haben, wobei die Briten möglicherweise auch gleich in den Krieg hineinkommen werden. Ja, oder sind sie möglicherweise schon? Ach ja, mit Belgien. Ah, passt mal auf, dann wechseln wir mal auf Frankreich, wobei die werden da wahrscheinlich auch involviert sein. Ach, genau, das ist ja der Krieg von Frankreich gegen Belgien. Okay, jetzt wird es chaotisch. Dann wechsle ich einfach nochmal aufs friedliche Spanien. Okay, also ich will euch ein paar Interface-Veränderungen zeigen. Erst einmal bei den Handelsrouten. Das ist jetzt alles ein bisschen übersichtlicher gestaltet. In der Ausgangsgruppierung hat man jetzt nur eine Zeile. Das ist sehr schön. Jetzt gibt es aber diverse Filter. Man kann, also zuerst mal kann man filtern nach nur die eigenen Handelsrouten, die man dann ja auch abbrechen kann, oder sämtliche Handelsrouten von allen Ländern. Das kann man jetzt sortieren nach Waren, dann sieht es so ähnlich aus wie bisher. Auch da kann man wiederum machen nur die eigenen nach Waren. Und man kann das aber auch nach Land sortieren. Das heißt, jetzt sieht man auf einen Blick,
welche Routen hat man mit welchen Ländern und kann dann hier gleich ganz gut entscheiden, will man zum Beispiel einen Handelsvertrag, weil man da sehr viele kostspielige Routen hat, wo das passt, will man vielleicht ein Embargo. Das ist also ein bisschen sinnvoller strukturiert. Ganz, ganz wichtig, es gibt jetzt endlich Nachrichteneinstellungen. Das heißt, ihr könnt definieren, was euch hier unten rechts angezeigt wird, beziehungsweise hier oben als Einblendung kommt. Das erreicht ihr, indem ihr auf das Zahnrad klickt bei den Einstellungen und euch auf alle und hier auf alle Einstellungen geht. Hier seht ihr quasi alle denkbaren Konstellationen von Nachrichten und ihr könnt entscheiden, ob ihr gar keine Nachrichten bekommen wollt, hier in den Feed das bekommen wollt oder als Toast. Toast ist dieser kleine Banner, was da oben erscheint. Das könnt ihr auch direkt hier machen. Zum Beispiel, ihr seht hier eine Nachricht, ich möchte nicht mehr angezeigt bekommen, dass Großbritannien beeinflusst wird. Dann sagt ihr einfach keine Nachricht. Was ihr ebenso definieren könnt, ist zum Beispiel, dass pausiert werden soll. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Herrscher stirbt, irgendwo muss das hier verborgen sein. Wenn ein Herrscher stirbt, zum Beispiel euer Herrscher, dann kann pausiert werden und dann verpasst ihr es nicht, weil das hier nicht untergeht. Sehr, sehr wichtige Sache. Endlich ist es da. Hier unten taucht jetzt auch kein Preisbericht mehr auf, sondern es gibt jetzt hier so ein neues Panel, wo ihr auch die Import- und Exportmöglichkeiten seht. Und hier würde es jetzt einen Preisbericht geben. Wir werden mal einen Monat laufen lassen. Dann müsste der dort auch für Spanien auftauchen. Aber es kann sein, dass in Spanien doch, hier sehen wir es. Also hier seht ihr jetzt Veränderungen der Marktsituation, wobei das natürlich jetzt hier ein Fehler ist. Weil ich gerade Spanien übernommen habe, wird euch das jetzt erst angezeigt. Dort findet ihr das jetzt. Ihr könnt es aber auch wieder über die Nachrichteneinstellungen einstellen, sodass es ihr hier unten bekommt. Dann bei den Einstellungen ist es jetzt möglich, eigene Tastenbelegungen zu definieren. So, dann wurde die Bevölkerungsübersicht verbessert. Und ihr merkt jetzt, das ist jetzt ein wildes Sammelsurium von Dingen, die ich euch zeige. Und zwar hier, wenn ihr auf Bevölkerung geht, dann kommt ihr nicht gleich auf die Diagramme, sondern erstmal auf die Übersicht und könnt hier aufgeteilt in die verschiedenen Schichten euch ein paar Informationen zusätzlich anschauen. Wie ist das Einkommen? Wie ist die Steuerlast? Was ich im Übrigen sehr cool finde. Das ist sehr interessant zu sehen, wer eigentlich welche Steuern in welcher Höhe bezahlt, welche Schicht. Und dann könnt ihr aufklappen lassen, wie sich die Bedarfe verteilen, wo die Leute das meiste Geld ausgeben. Und dann seht ihr auch gleich, wo es Knappheiten bestehen, wo man vielleicht handeln sollte. Das ist definitiv eine sinnvolle Erweiterung des Ganzen. Das Ganze gibt es auch in der detaillierten Liste jetzt hier erweitert. Also jetzt sehen wir hier schon bei jedem einzelnen Pop, was hier los ist, welche Bedarfe es gibt. So, dann, wenn ihr jetzt Produktionen ausbauen wollt, nehmen wir mal, wir aus Spanien wollen jetzt irgendwo Baumwollplantagen bauen, dann ist diese Übersicht jetzt viel, viel sinnvoller, die ich bisher zum Beispiel kaum genutzt habe, weil jetzt ist hier neu hinzugekommen, wie viel Infrastruktur gibt es in den Staaten und wie viel Arbeitskräfte gibt es und der Haken zeigt an oder das Kreuz, gibt es dort genug Arbeitskräfte mit verfügbaren Qualifikationen. Also das macht es deutlich übersichtlicher, das auf diesem Wege hier zu nutzen, diese Baumethode. Außerdem gibt es noch was Neues, wo ich mir noch nicht ganz sicher bin, wie sinnvoll es ist. Es gibt über Staatenverwaltung die Möglichkeit, Produktionsmethoden zurückzusetzen. Man kann also jetzt einzelnen Staaten sagen, dass sie die, ja, wie soll ich sagen, bestimmte Standardproduktionsmethoden, die in unserem Staat normalerweise verwendet werden, auch dort verwendet werden. Man sieht, wenn man auf Plus klickt, genau, was das für Veränderungen betrifft. Das ist vor allem dann sinnvoll, wenn man jetzt einen neuen Staat durch Eroberung oder so dazu bekommen hat. Da muss man nicht dort jedes einzelne Gebäude durchklicken, sondern kann hier mit einem Klick so eine Standardisierung durchsetzen. Ja, ist relativ speziell. Manchmal will man das auch nicht, aber kann natürlich sinnvoll sein. So, dann gibt es, wenn man jetzt in die Einzelstaaten reingeht und in die einzelnen Gebäude, jetzt beim Verändern der Produktionsmethoden hier schon immer eine Vorschau, was das eigentlich
bedeutet im Einzelnen? Also wie viel mehr wird produziert und wie viel mehr Vorprodukte werden benötigt und wie verändert sich die Zahl der Arbeiter und die Art der Arbeiter? Das sah man sonst immer durch den Tooltip. Hier sieht man es schon auf den ersten Blick. So. Dann, bei der Entwicklung der Radikalen ist der Tooltip verbessert worden. Ihr seht nämlich jetzt hier, wer diese neuen Radikalen sind, welchen Beruf sie haben und aus welchen Interessensgruppen sie bestehen, sie sich rekrutieren. Das ist häufig sehr, sehr interessant. Das hat man mit ein paar Umständen auch vorher rausbekommen, aber hier wird es jetzt zusammengefasst. Und hier seht ihr dann auch gleich, was die wichtigsten Faktoren sind. Hier seht ihr wieder die Detailfaktoren, aber hier seht ihr die wichtigsten Faktoren sofort im Tooltip. Eingeblendet, das gleiche gilt natürlich hier für die Loyalisten. Ebenso findet ihr diese Informationen jetzt auch bei den Interessensgruppen. Wenn ihr dort reingeht, seht ihr auch gleich bei der Interessensgruppe, wie viele Radikale und wie viele Loyalisten haben diese. So, dann gibt es jetzt eine Konvoi-Bilanz hier oben. Auch sehr sinnvoll, weil das schon ein entscheidender Faktor ist. Ja, ihr seht, wir haben 1700 Konvois Überschuss, hat man gleich im Blick, braucht man irgendwie eine Hafenerweiterung. Wenn man Überschuss-Konvois hat, dann gibt es auch noch einen Bonus, nämlich die sogenannte Handelsrouten-Wettbewerbsfähigkeit. Das ist tatsächlich allerdings ein Konzept, was ich persönlich überhaupt nicht kenne. Ich weiß nicht, was die Handelsrouten-Wettbewerbsfähigkeit ist. Bisher ist mir das noch nie begegnet. Wenn ihr das wisst, kann auch sein, dass das neu mit dem Patch ist. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich persönlich interessieren. So, dann machen wir weiter. Es gibt neue Karten-Modi, nämlich einmal Alphabetisierung. Sehr schön. Dann Karten-Modi sind ja immer cool. Dann Bevölkerungsdichte, die man sehen kann. Und zu guter Letzt, was war noch neu? Verrufenheit, genau. Die man auch auf einen Blick sehen kann. Ihr seht, Preußen hat hier große Verrufenheit auf sich gezogen. Zuletzt. Gut, wenn ihr die Linsen oft nutzt, wird euch folgende Sache noch gefallen. Und zwar bei diplomatischen Spielen oder bei Aktionen, darum geht es, glaube ich. Wenn wir zum Beispiel gucken, Bündnis, also irgendwelche Aktionen, dann... vielleicht ist was anderes sinnvoll. Ne? Mal hier Embargo, auch nicht so sinnvoll. Ja, hier beim Handelsvertrag. Da seht ihr alle potenziellen Länder und dann seht ihr gleich, wie ist die Akzeptanz und würde man über eine Verpflichtung sie möglicherweise überzeugen können. Das sieht man jetzt hier auf einen Blick und die Kosten ebenso. In diesem Beispiel ist es jetzt vielleicht nicht so sinnvoll, aber manchmal ist das sehr, sehr übersichtlich und eine ganz nette Veränderung. Was aber mehr als nett ist, was ich wirklich am Anfang sehr vermisst habe, ist, dass man schon von Anfang an sämtliche mögliche diplomatischen Aktionen sieht, auch wenn zum Beispiel die Beziehung oder die Haltung zu gut ist. Zum Beispiel können wir jetzt hier aufklappen, nicht verfügbare Diplomatiespiele und wir sehen, das alles wäre möglich, ist aber aus bestimmten Gründen nicht möglich und dann steht auch oben, was das Problem ist und dann kann man seine Diplomatie deutlich besser planen. Und hier nochmal aufgezeigt mit Diplomatiespielen mit Staaten von Portugal als Ziel das gleiche Konzept. Dadurch wird das Ganze deutlich transparenter. Ja, dann sieht man jetzt bei den Generälen, das hätte ich eigentlich vorhin gleich schon mal zeigen können, wenn man in der Übersicht hier ist, auch sofort in welchem Hauptquartier sie sind. Das war vorher nicht so, war auch ein Problem. Und es gibt neue Pins, wenn ihr sie dann wollt. Und zwar neu hinzugekommen sind Pins für Politiker, die ihr hier jetzt nutzen könnt. Und Pins für Waren. Das könnt ihr dann aber auch noch auf einzelne Ware hin definieren, dass diese euch immer angezeigt wird. Oder ebenso, wie ich es jetzt gemacht habe, alle. Aber wenn ihr, und ihr seht dann auch gleich hier die Veränderung oder die Situation zum Marktpreis. Wenn ihr also bestimmte Waren im Blick behalten wollt, weil ihr da jetzt was tut in dem Bereich, könnt ihr das dafür nutzen. Es gibt hier auch noch ein paar Verbesserungen, Veränderungen bei den Interessensgemeinschaften. Es sieht man jetzt direkt die Zustimmung hier vorne. Das finde ich auch sehr, sehr hilfreich, weil das schon ein wichtiger Wert ist, gerade bei bestimmten Events zu gucken, ist das relevant jetzt, das Event für die Zustimmung oder nicht. Und außerdem seht ihr bei den
Staaten hier jetzt auch, wie viele freie Arbeiter es gibt in dem Staat und ob es Qualifizierte entsprechend gibt. Auch das ist sehr hilfreich. So, und dann gibt es Veränderungen im Tech Tree. Auch das sind eher Interface-Veränderungen, aber auch die sehr, sehr schön, wie ich finde. Ihr seht hier gleich mit Icons, was die einzelnen Tags bringen. Da braucht ihr nicht mehr in den Tooltip gucken, wenn ihr die Icons kennt. Aber es ist sehr schön, weil man sieht zum Beispiel sofort, wird ein neues Gebäude freigeschaltet? Oder ist es halt nur in Anführungsstrichen eine Produktionsmethode oder ähnliches? Oder wir gehen mal hier auf Militär. Sind es einfach nur bestimmte Werte, die freigeschaltet werden? Definitiv übersichtlich. Das Ganze überhaupt wird hier mit anderen Farben noch gearbeitet. Wenn ich jetzt hier auf Generalstäbe gehe, seht ihr, es wird blau markiert. In dem Zusammenhang ist noch was Wichtiges, denn es ist, kann jetzt vorgeplant und gelistet werden. Wir können jetzt auf Militärstatistiken gehen und dann sehen wir hier, es wird jetzt genau definiert, was man vorher braucht. Und wir können mit Shift-Klick sogar neue Ziele definieren und dann verändert sich hier also die Vorplanung entsprechend, sodass wir unsere ganze Forschung ziemlich weit im Voraus schon einloggen können und uns darum nicht mehr kümmern können. Das sind die wichtigsten Interface-Veränderungen. Es gibt noch einige mehr, aber die wollte ich euch gerne zeigen. Grundsätzlich sei noch gesagt, dass die Performance im Spiel 20% schneller ungefähr sein soll, vor allem im Late-Game ja interessant. Und es gibt einen Musikspieler jetzt, den ihr nutzen könnt, um bestimmte Soundtracks, die ihr nicht mögt, abzuwählen oder hier auch schon die Lautstärke einzuschalten oder die Musikdichte zu verändern. So, was jetzt zum Abschluss dieses Videos kommt, und ja, es ist lang, sind einfach nochmal ein paar ausgewählte Details, die ich aber dennoch ziemlich wichtig finde. Aber das ist wirklich eine krasse Auswahl aus Hunderten von Veränderungen dieser und ähnlicher Art. Also, Handelsrouten, die waren ja teilweise vorher manchmal nicht ganz logisch, warum man mit dem einen oder anderen handeln konnte, wenn in dem Markt eigentlich der Preis höher war oder niedriger und. Das hängt damit zusammen, dass die Berechnung der Effizienz und der Produktivität der Handelsrouten vorher ein anderes System war. Jetzt ist es sehr simpel gestrickt. Ob es besser ist, ist eine andere Frage, aber es ist auf jeden Fall viel transparenter, wenn quasi der Startpreis, ich sag mal, in dem Land höher ist als im eigenen Land, dann wird es importieren und andersrum, dann wird es eben exportieren. Ganz simpel, und es wird jetzt nie unlogisch sein, das ganze System. Punkt 1. Es ist jetzt aber wirklich sehr diffus, was jetzt kommt. Weidewirtschaft, Viehhöfe. Intensive Weidewirtschaft bringt viel weniger Dünger. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr so einen hohen Düngerüberschuss. Die Berechnung des BIPs erfolgt jetzt anders. Und zwar werden jetzt die Kosten der Eingangsgüter der Gebäude mit einberechnet. Das heißt unterm Strich, dass reine Rohstoffschaffungsgebäude einen höheren Anteil jetzt am BIP haben als vorher, also reine Agrargebäude oder Minen. Wobei Minen, da werden ja auch schon wieder Werkzeuge verwendet. Insofern werden jetzt, ja, haben Agrarländer am Ende jetzt einfach ein höheres BIP als die reinen Industrieländer. Juniorpartnern in Zollunion bekommen jetzt ihre eigenen Handelsposten für ihre eigenen Handelsrouten. Das war sonst alles geballt beim Führer der Zollunion. Das ist relevant vor allem auch für die Arbeitskräftesituation, die sich dadurch natürlich anders verteilt. Weingüter sind allgemein profitabler im Spiel. Die Auswanderung, die ist an die Gesamtbevölkerung eines Staates angepasst. Das heißt, nehmen wir mal an, jetzt, wir haben jetzt hier in Toledo, naja, vielleicht schlechtes Beispiel, nehmen wir an, jetzt hier in Westandalusien, eine hohe Auswanderung, so wie es jetzt der Fall ist, dann war das vorher einfach absolut. Das heißt, Staaten mit einer sehr geringen Bevölkerung konnten sehr schnell entvölkert sein. Jetzt ist es ein prozentualer Faktor der Gesamtbevölkerung, sodass das irgendwie alles ein bisschen realistischer passiert. Diese ominöse Wettbewerbsfähigkeit von Handelsrouten steigt, je länger sie existieren. Wie gesagt, ich weiß nicht, was die Wettbewerbsfähigkeit ist. Die Forschung allgemein, die wird jetzt langsamer stattfinden als bisher. Das führt dazu, dass man in der Regel nicht am Ende des Spiels
alle Forschungsbäume komplett ausgeforscht hat, sondern sich tatsächlich spezialisieren muss. Allerdings sollen Events dadurch eine größere Rolle spielen, wenn sie Forschungspunkte bringen. Was ich grundsätzlich im Übrigen auch gut finde, weil dann sind Entscheidungen in der Hinsicht relevanter. Dann, ich glaube, ich habe es richtig gesehen, ist es so, dass wenn man hier Zölle definiert, so wie wir das kennen, dann sind die Export- und Importzölle größer. Das war bisher 10% bei Merkantilismus, glaube ich, und 20% bei dieser Schutzpolitik. Jetzt sind es 15% und 30% und beim Import entsprechend auch mehr. Das ist eine ganz coole Veränderung, weil man jetzt doch noch ein bisschen besser steuern kann, welche Güter man schützen will oder nicht. So, dann ganz wichtiger Punkt, arme Bevölkerung, wenn sie hochgebildet ist, ist viel politisch aktiver. Das ist ja gerade für unser Österreich-Let's Play ein großes Thema. Also wenn die Bildung hoch ist, aber die Leute trotzdem arm sind, dann engagieren sie sich politisch und dann werden sie vermutlich auch schneller, radikaler und ähnliches. Also das wird vermutlich die gesamte Dynamik dieser Revolution nochmal erhöhen in bestimmten Konstellationen. Arbeiter in nicht inkorporierten Staaten erhalten grundsätzlich weniger Lohn. Entschuldigt. Das verändert diese merkwürdige Situation. Entschuldigt, ich musste hier gerade einen Schnitt machen. Kleiner Hustenanfall. Also, das verändert die merkwürdige Situation, dass in Kolonien die Arbeiter dort in den Plantagen, was weiß ich, teilweise reicher waren als die Bevölkerung zu Hause. Das wird jetzt nicht mehr passieren. Dann gibt es eine Veränderung bei den Steuern. Wenn man jetzt hohe Steuern macht, hat das zusätzlich Auswirkungen auf die Anziehung von den Interessensgruppen, die sich in der Regierung befinden. -10% und -20%. Also die werden weniger attraktiv. Dann auch eine krasse Veränderung, meines Erachtens wirklich wesentlich. Und zwar Baubetriebe, die haben jetzt einen neuen Effekt, nämlich 10% Sterblichkeit der Arbeiter in diesen Baubetrieben. Was ziemlich krass ist. Das bedeutet, ich bin mir nicht sicher, ob das skaliert. Nee, es sind, glaube ich, immer 10% bei allen Produktionsmethoden. Was bedeutet, dass gerade so Mid- und Late-Game, wenn man so richtig eskaliert bei den Baubetrieben, das auch eine gravierende Auswirkung auf die Bevölkerung hat, 10% Arbeitersterblichkeit. Das wird man sich hier und da vielleicht überlegen, ob man da nicht doch etwas verhaltener ausbaut, je nach Konstellation. Diplomatisch bekommt man jetzt durch eine Finanzierung, ihr kennt das Thema ja, man kann ja Länder finanzieren, mit denen man gute Verhältnisse hat. Ja, das kann ich euch jetzt nicht zeigen, aber ihr kennt das natürlich. Da bekommt man nicht mehr so schnell eine Verpflichtung, wie es zuletzt der Fall war. Das ging ja wirklich relativ zügig. Man muss also etwas länger finanzieren. Und dann gab es harte, ich nenne es schon mal Bugs bei der KI, dass sie in bestimmten Konstellationen ihre Häfen abgerissen hat, um Kosten zu sparen. Und das führte dazu, dass quasi kein Handel mehr verfügbar war in bestimmten Konstellationen und dass das KI-Land völlig abgekackt ist. Das findet jetzt nicht mehr statt. Stufe 1 Häfen wird es immer geben und die KI geht wohl dort auch deutlich cleverer jetzt damit um. Okay, liebe Leute, eine Stunde ist fast vergangen, aber ich denke, damit können wir es erstmal belassen. Wie gesagt, es gibt noch viel, 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 viel mehr, was mit dabei ist, aber ich schätze mal, dass ich die wichtigsten Veränderungen hier genannt habe. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem neuen Update. Ich werde mit meinem Let's Play in Österreich auch versuchen, das neue Update zu spielen, auch wenn ich ankündigen kann, dass da wirklich einiges gravierend in der Schieflage sich befindet. Aber ich denke, es lohnt sich, das zu versuchen, das mit zu nutzen. In diesem Sinne, viel Spaß auch euch. Macht's gut, euer Steinwallen.